Linda hat heute Vormittag vom Gehen ohne zu gehen geredet. Gehen ohne Ziel. Die Frage ist, wie kann ich mich ohne Ziel orientieren? Wie kann ich ohne Ziel überhaupt eine Orientierung haben? Und was hat das überhaupt auf sich mit diesem Ziellosen? Was soll das überhaupt genau heißen? Geht es vielleicht um irgendwie ein inneres Ziel und ein äußeres Ziel? Das sind Fragen, die sind wichtig und haben im Grunde was zu tun mit Ausrichtung, mit Achtsamkeit und Ausrichtung. Ich war am Wochenende auf einem interessanten Kongress in Bad Kissingen. Der ging über Bewusstseinswissenschaften und Bewusstseinskultur. So war das Thema und bin da sehr inspiriert worden. Und es war nicht ein normaler Kongress, sondern es wurden immer wieder ganz inspirierende Gedichte gezeigt und es war immer wieder eine Stille auch. Ich weiß nicht, vielleicht manch einer kennt das oder war schon mal da. Jedenfalls war da ein Gedicht, was mich sehr berührt hat und was mir plötzlich mich angesprungen hat. Und ich habe es fotografiert von der großen Leinwand. Und das ist genau das Thema, Achtsamkeit und Ausrichtung. Wie ist das mit der Ausrichtung? Das ist ein Gedicht von Pablo Picasso. Und da sagt er, ich suche nicht, ich finde. Denn suchen, das ist ausgehend von alten Beständen und ein Finden wollen von bereits Bekanntem im Neuen. Finden, das ist das völlig Neue. Das Neue auch in der Bewegung. Alle Wege sind offen und was gefunden wird, ist unbekannt. Es ist ein Wagnis, ein heiliges Abenteuer. Die Ungewissheit solcher Wagnisse können nur jene auf sich nehmen, die sich im Ungeborgenen geborgen fühlen, die sich in der Ungewissheit geführt fühlen, die sich im Dunkeln einen unsichtbaren Stern überlassen, die sich vom Ziel ziehen lassen und nicht menschlich beschränkt und eingeengt das Ziel bestimmen. Dieses Offensein für jede neue Erkenntnis im Innen und im Außen ist das Wesenhafte des modernen Menschen, der in aller Angst des Loslassens doch die Gnade des Gehaltenseins und Offenwerden neuer Möglichkeiten erfährt. Soweit Picasso. Es geht also um eine Prozessorientiertheit, eine lebendige, flexible Ausrichtung, die irgendwie aus einem inneren Vertrauen aus entsteht. Das Gegenteil davon ist Zielorientierung. Das Gegenteil von Prozessorientierung ist Zielorientierung. Prozessorientierung, Zielorientierung. Zielorientierung, da setzen wir Ziele und versuchen, die einfach mit allen Mitteln zu erreichen. Und im Grunde ist das, was der Mainstream auch ist, was eigentlich gang und gäbe bei uns ist. Und Zielorientierung ist zum Beispiel Wachstumsorientierung in Politik und Wirtschaft. Ich habe das erlebt, ich habe lange Jahre bei einer großen Bank gearbeitet und da hieß es dann so, und jetzt macht ihr genau das, was ihr bisher gemacht habt, aber für 20% billiger. So setzt man Ziele und da mussten wir uns dran halten. Es ist Ausbeutung von den begrenzten Ressourcen, was dabei rauskommt. Es kommt dabei eine Klimakonferenz raus, die ohne Ergebnisse endet. Und im Privaten kommt diese Mentalität, ich bin doch nicht blöd und billig, Kultur dabei raus. Und um nochmal Picasso zu zitieren, suchen ist das Ausgehen von alten Beständen und ein Finden wollen von bereits Bekanntem im Neuen. Und das ist eigentlich, was wir im Moment reproduzieren. Wir kommen nicht los von diesem mehr und mehr und mehr und wachsen, weil wir immer nach bereits Bekannten suchen. Und weiter sagt Picasso, die Ungewissheit solcher Wagnisse können nur jene auf sich nehmen, die nicht menschlich beschränkt und eingeengt das Ziel bestimmen. Und was hat es mit diesem menschlich beschränkt und eingeengt auf sich?
Diese Beschränkung ist zunächst einmal ein großes evolutionäres Geschenk. Wir sind in der Lage zu konzeptualisieren. Das ist das, was wir am allerbesten können. Wenn wir ein kleines Kind nehmen, ein Säugling, das in diesen Raum tun, dann ist dieser Säugling nicht in der Lage zu sagen, ah ja, Brille, Mann, Frau, Haare, Beine, das gibt's alles nicht für dieses Kind. Für dieses Kind gibt es nur ein Wirrwarr, ein Chaos von Informationen. Und das, was Kinder in diesem Alter ganz besonders gut können und was uns Menschen im Grunde zu Menschen macht, das ist, dass wir Gleiches mit Gleichem verpacken können, Gleiches von Ungleichen trennen können und da dann Stempel draufsetzen können. Und ganz schnell kann das Kind auf diese Weise das Gesicht seiner Mutter erkennen und kann es von anderen Gesichtern unterscheiden und kann erforschen. Und in diesen vielen Jahren des Lernens können Kinder dann erforschen, was zum Beispiel Papier bedeutet. Und ihr alle seid in der Lage, wenn ich das jetzt mit diesen schwarzen Hieroglyphen P, A, P und so weiter dahin schreibe, in Sekunden, Bruchteilen, alle Informationen, die ihr jemals über Papier gesammelt habt, das gekaut habt, geknüllt habt, gerochen habt, zerfetzt habt, drauf geschrieben habt und so weiter, alles ist da. Konzept Papier, ohne dass wirklich irgendwo ein Papier ist. Und das ist genial und das macht es uns, bringt uns in die Lage, wenn wir in dieses Zimmer kommen, innerhalb von Sekunden zu erfassen, was hier ist und uns zu orientieren, weil wenn wir das jedes Mal neu erforschen müssten, wären wir viel zu langsam. Aber es macht uns zu Menschen, die in einer Konzeptwelt leben. Wir leben in einer Konzeptwelt. Und das ist, was er meint, wenn er sagt, menschlich beschränkt und eingeengt. Wir leben in dieser Konzeptwelt und wir haben einfach diese Konzepte und jedes Wort ist ein Konzept und alles, was ihr versteht und die Sprache und die Kultur, sind alles Konzepte. Wir könnten ohne das nicht leben. Wir wären völlig desorientiert. Wir würden ja psychotisch sein oder schlimmer noch, wir würden uns überhaupt nicht orientieren können. Das ist also dieses menschlich beschränkt und eingeengt. Aber es gibt zum Beispiel die Rosinenübung. Und was passiert da bei der Rosinenübung? Da haben wir diesen kleinen Gegenstand und wir vergessen mal für eine Viertelstunde, dass wir das Ding schon kennen und dass wir genau wissen, was eine Rosine ist. Und wir erforschen es nochmal ganz neu und wir drehen es und wir wenden es und wir bringen es ans Ohr und es knistert und wir beißen rein und es schmeckt nach Maggi. Komisch. Es war wahrscheinlich im Gewürzschrank gelegen oder was weiß ich. Wir erfahren ganz, ganz neue Qualitäten von diesem kleinen Ding. Also wir können die Konzepte transzendieren. Wir können sie nochmal ganz neu anschauen. Und davon, von dieser Offenheit von Konzepten, spricht Picasso, wenn er sagt, die Ungewissheit solcher Wagnisse können nur jene auf sich nehmen, die sich von Zielen ziehen lassen, also von der Rosine verleiten lassen. Nochmal genau hinzuschauen, von einem Gesicht verleiten lassen, verführen lassen, nochmal ganz genau zu schauen. Und wie siehst du das? Ach so, ja, interessant. Ich habe auf einem Retreat mit einem Mann zu tun gehabt, einem Holländer, der war mir einfach zu heilig. Also irgendwie hat er mich angetriggert und ich habe irgendwie nichts mit ihm anfangen können, weil er war einfach immerfort, war alles so unglaublich ja, liebevoll und spirituell und heilig und ach du lieber Himmel. Und dann haben wir geredet miteinander und er hat mir von sich erzählt und von seiner Kindheit und was er erlebt hat. Und plötzlich habe ich gemerkt, Mensch, er kann nicht anders sein, er muss so sein, wie er ist. Und irgendwie habe ich so begriffen, dass mein Herz für ihn aufgegangen ist. Und ich habe plötzlich nicht mehr mit dem Konzept auf ihn geschaut, sondern ich habe ihn wirklich, ja, von Angesicht zu Angesicht gesehen. Ich habe ihn gespürt und von da an hatte ich überhaupt keine Probleme mehr damit. So können wir Konzepte überschreiten. Also, die Ungewissheit solcher Wagnisse können nur jene auf sich nehmen, die sich vom Ziel ziehen lassen und nicht menschlich beschränkt und eingeengt das Ziel bestimmen. Das eine ist, sich vom Ziel ziehen lassen, sich verleiten lassen. Und das andere ist, ein Ziel bestimmen und dann sich da hinkämpfen.
Das sind diese verschiedenen Bewegungen. Das ist dieser unterschiedliche Ansatz des Prozessorientierten versus Zielorientierten. Ich habe dazu eine witzige Anekdote. Ich habe vor 2 Wochen einen Kurs gemacht mit einem Freund zusammen, der Bildhauer ist. Der Kurs nennt sich Bildhauer und Achtsamkeit oder Bildhauer und Achtsamkeit. Wir waren da oben auf der Wiese. Ich habe den Part der Achtsamkeit, also Meditation, Gespräche und Vorträge übernommen. Er hat das Arbeiten am Stein übernommen. Ist ein ganz wunderbarer, sehr, sehr empathischer Lehrer, was Prozessorientiertheit am Stein angeht. Und wir haben uns alle Steine ausgesucht und er hat gesagt, lasst euch von den Steinen verführen, verlocken. Schaut sie an und schaut mal. Und da war ein Mann und hat gesagt, das ist ein Jesus. Das wird ein Jesus. Sofort hat er das gesagt. Man könnte sagen, er hat sich eigentlich ein Ziel gesetzt, ohne wirklich sich erstmal drauf einzulassen. Aber was dann passiert ist, ist, dass es eine nackte Frau geworden ist. Er hat sich wirklich auf den Prozess eingelassen. Er hat sich von diesem Stein verführen lassen und es ist was ganz anderes geworden. Also, er hat die Kurve noch gekratzt. Finden, das ist das völlig Neue. Das Neue auch in der Bewegung, sagt Picasso. Alle Wege sind offen und was gefunden wird, ist unbekannt. Ein Wagnis, ein heiliges Abenteuer. Und das kann man wirklich sagen, wenn aus Jesus eine nackte Frau wird. Also, das ist Prozessorientierung. Und ich habe das wirklich auf eine ganz, ganz schöne Weise erfahren. Und er hat es nochmal als Bildhauer auch formuliert und hat so verschiedene Gedanken für mich nochmal wirklich auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wir fangen an und schauen uns den Stein an. Wir schauen uns den Stein an aus verschiedenen Perspektiven. Und wir drehen ihn mal um und wir lehnen ihn auf eine Drehscheibe und gucken ihn von allen Seiten an und von unten und von oben. Und fangen dann an, uns drauf einzulassen, einfach spontan. Wir klopfen ein bisschen und ebnen etwas und machen Vertiefungen rein und folgen irgendwelchen Kurven oder Kerben, die schon drin sind. Und dann passiert was. Wir kommen in Resonanz. Und das merkt man. Da merkt man nämlich, dass man denkt, wow, jetzt, ja genau, so muss es sein. Und dann geht's weiter. Und man, es wird lebendig, es macht Spaß. Es kommt was wie Spaß, Freude, Begeisterung. Und dann geben wir eine Antwort auf den Stein. Wir geben eine Antwort, wirklich. Und dann passiert aber auch was, dass sich das langsam so ausplätschert, immer wieder. Und wir verlieren diese Resonanz. Und es ist dann keine Antwort mehr, sondern es wird irgendwie fad und komisch. Und wir fangen an, oh je, Mensch, so habe ich mir das auch nicht vorgestellt, was mache ich jetzt? Und dann sind wir meistens zum Thomas gegangen und haben gesagt, du, was mache ich mit dem Stein? Irgendwie weiß ich jetzt nicht weiter. Und dann hat er wieder angefangen und hat ihn wieder umgedreht und hat ihn wieder gedreht. Und hat gesagt, schau doch mal so und stell ihn doch mal auf den Kopf und leg ihn doch mal auf die Seite. Und guck mal, da gibt's noch eine Rückseite, mach doch mal mit der was. Und dann ging der Prozess wieder von vorne los. Und im Grunde ist das diese Schleife, wo man immer wieder in Resonanz kommt und immer wieder rausfällt, immer wieder sich begeistert und immer wieder verzweifelt. Und es war ein unglaublich spannender Prozess mit diesem Stein. Und das Interessante dabei ist, und darum hat mein Part auch da wirklich viel Sinn gemacht, ist, dass das nicht nur äußere Prozesse sind mit dem Stein, sondern dass das innere Prozesse widerspiegelt. Und das fand ich wirklich unglaublich spannend, weil die Leute waren wirklich verzweifelt und haben ihren Stein schrecklich gefunden. Und sie sind so verschieden, die Menschen. Also ich bin ungeduldig. Mein Stein sollte irgendwie eine Form kriegen und zum Feintuning hätte ich das am liebsten jemand anders gegeben. Und dann gibt's Leute, die gehen genau andersrum ran. Die fangen an und haben einen Riesenstein und da schleifen sie an einer Stelle. Und ich denke, was soll das? Aber das sieht zum Schluss auch schön aus. Wir sind so unterschiedlich, ja, und jeder ist anders. Also diese inneren Prozesse, die spiegeln die äußeren und die äußeren die inneren wieder. Und das ist genau was Picasso sagt. Dieses Offensein für jede neue Erkenntnis im Außen und im Innen, sagt er.
Das ist das Wesenhafte des modernen Menschen. Er ist sehr optimistisch. Der in aller Angst des Loslassens doch Gnade des Gehaltenseins im Offensein neuer Möglichkeiten erfährt. Und noch eine schöne Geschichte von diesem inneren und äußeren Heilwerden oder diesem inneren und äußeren Prozess. Eine Geschichte, die ich auch auf dem Kongress gehört habe und die mir so gut gefallen hat, dass ich sie euch nicht vorenthalten möchte. Es geht um einen Wissenschaftler, der wichtige, interessante Erkenntnisse sammelt, ist egal was. Und es kommt sein kleines Kind, 7 Jahre, in sein Arbeitszimmer und fängt an und sagt, er möchte gerne ihm helfen. Und der Wissenschaftler ist ein bisschen genervt und überlegt sich, wie er das Kind etwas stillstellen kann und sieht da in seiner Zeitschrift eine Weltkugel auf der einen Seite. Und er reißt also die Seite aus der Zeitschrift raus, zerfetzt diese Weltkugel in viele kleine Fetzen und gibt es dem Kind und sagt so, und jetzt setzt das wieder zusammen, macht die Welt wieder heil. Und er denkt so, jetzt ist er mal für 2 Stunden, hat er Ruhe. Und das Kind kommt nach 5 Minuten wieder und sagt, hier, die Welt ist heil. Und er guckt sich das an, das ist ja Wahnsinn, wie kann das sein? Wie hast du das, dieses komplizierte Geflecht, diese Weltkugel, in so kurzer Zeit heil gemacht? Und der Junge sagt, ja, guck mal auf die andere Seite, da ist ein Mensch. Und ich habe einfach den Mensch heil gemacht und dann war die Welt heil. Das ist die Message sozusagen. Nicht? Ich habe den Mensch heil gemacht und dann war die Welt heil. Und das ist dieser Ansatz. Wenn wir etwas von dieser Zielorientierung wegkommen und wirklich verstehen, dass wir Schritt für Schritt diesem Prozess folgen können und Vertrauen in diesen Prozess bekommen können. Bloß die Frage ist, was macht das so schwer und was verhindert es zum Beispiel bei diesen Klimakonferenzen zu kapieren, dass wir nicht so weitermachen können und trotzdem wird so weitergemacht. Nochmal Picasso, der moderne Mensch, der in aller Angst des Loslassens doch die Gnade des Gehaltenseins im Offenwerden neuer Möglichkeiten erfährt. Er spricht von der Angst des Loslassens und ich glaube, es hat was mit der Angst zu tun. Und es ist interessant, es hat mich so fasziniert zu hören von einem kleinen Kind, was misshandelt worden ist von seinen Eltern und was vom Jugendamt rausgenommen werden soll aus der Familie und was schreit nach seiner Mutter, die es gerade misshandelt hat. Wir ziehen das Bekannte dem Unbekannten vor. Wir ziehen das Bekannte dem Ungewissen vor und haben solche Angst vor dem Ungewissen und wollen lieber bei dem bleiben, was wir bereits kennen. Und wenn ich mich so auf die Paartherapien besinne, dann ist es oftmals der Kitt, der viele Ehen auch zusammenhält, dass die wenigstens wissen, mit was sie es zu tun haben, auch wenn sie darunter leiden. Die Ungewissheit solcher Wagnisse können nur jene auf sich nehmen, die sich im Ungeborgenen geborgen wissen, die sich in der Ungewissheit geführt wissen, die sich im Dunkeln einem unsichtbaren Stern überlassen. Gesagt. Und also könnten das Qualitäten sein, die uns helfen, die Angst zu überwinden, dieses Geborgen, geführt, sich überlassen. Und es ist kein Zufall, dass ich diesen Vortrag heute halte, denn ich glaube, genau das ist es, was wir hier praktizieren. Was machen wir? Wir üben die Geisteshaltung des Zeugen. Wir üben hier ein, ganz verwurzelt, wie ein Berg, da zu sitzen und zu bezeugen, was uns widerfährt. Wir haben diese Körperhaltung der Erdung und wir erfahren, wenn uns Gedanken begegnen, wenn uns Gefühle begegnen, dass es nichts Essentielles ist, sondern dass es genauso, wie es auftaucht, wieder verschwindet, dass es gerade so vor sich hin blubbert. Es ist verrückt. Ich habe mich heute Morgen beim Duschen, habe ich irgendwie das Duschgel angeschaut und ich weiß gar nicht mehr, was da drauf stand. Jedenfalls habe ich plötzlich angefangen, was so eine Melodie in meinem Kopf zu summen. Und die hat, der Text war so ähnlich wie dieses Duschgel und so blubbert es in einem. Und so, das erfahren wir im Sitzen. Was ist das, was da so vorbeizieht? Ist das wirklich ich? Und
Wir kommen immer wieder in dieses Jetzt zurück und erfahren, ach ja, na gut, jetzt? Mein Freund, ein Psychotherapeut, ist vor 2 Jahren gestorben an einem Hirntumor. Der war ein ganz tiefer Mensch und in den letzten Monaten, wenn man ihn gefragt hat, wie geht's dir? Jetzt bin ich lebendig. Jetzt bin ich lebendig. Das lernen wir beim Sitzen. Jetzt und jetzt und jetzt. Und immer wieder zurückkommen. Und wir lernen dabei eine gesunde Distanzierung, eine gesunde Desidentifizierung, ein Begreifen, dass wir das nicht alles sind, sondern das sind einfach Facetten, die da sind. Und wir können uns dadurch auf diesem schmalen Grat zwischen der Identifizierung und dem Abspalten, dem Verdrängen halten. Und wir können immer wieder schauen, dass wir uns berühren lassen von dem, was passiert, dass wir ganz intim werden mit dem, was passiert, aber uns nicht verschlingen lassen, aber auch nicht abwenden, sondern auf diesem Grat halten. Und dadurch lernen wir auch Vertrauen. Und wir lernen, vom Tun zum Sein zu kommen. Und das hat auch wieder was zu tun mit diesen Zielen. Also ich muss da jetzt hin. Ich muss wissen, wann ist denn diese Gehmeditation endlich zu Ende? Wie lange braucht das noch? Wo gehe ich hin? Was soll das? Was bringt das? Ich mache das um zu. Wir kommen zu diesem Sein zurück. Wir werden einfach atmendes Sein, spürendes Sein. Wir kommen immer wieder in dieses spürende, atmende Sein, in dieses gehende Sein. Tack, tack, tack. Ich glaube, das war heute Mittag ganz schön spürbar, als wir hier drin schnell gegangen sind. Das war wie, hat sich angehört wie eine Viehherde. Einfach dieses rollende Sein. Jetzt. Ja, und ich lerne auch Vertrauen. Ich kann mich darauf einlassen. Ich versink nicht. Das Schlimmste, was mir passieren kann, dass ich runterfall. Aber dann geht es nicht mehr tiefer. Ja. Ich lerne, dass es einen Raum gibt, der größer ist als ich. Dass es da etwas gibt, was mehr fasst, als ich es fassen kann. Das ist was, was mir sehr eindrücklich in Auschwitz begegnet ist. Ich war mit dem Zen-Meister Bernie Glassman in einem Retreat in Auschwitz, was er traditionellerweise macht, jedes Jahr im Herbst. Und wir sind da gesessen und wir haben geschwiegen und wir haben gesungen und wir haben getanzt, haben sogar gelacht. Und das war alles sehr irritierend. Und da habe ich erfahren, dass dieses Schweigen etwas halten kann, was ich nicht halten kann. Ich habe das aufgeschrieben und ich möchte davon einfach 2 Sätze vorlesen. Ich habe geschrieben, der Lehrer war Auschwitz, ein mächtiger Lehrer, den man nur schweigend begegnen kann. In der Stille haltend, was das Ich nicht zu fassen vermag. Dort gab es die Gelegenheit, Zeugnis abzulegen, ganz direkt, jeder für sich, ohne Diskussion, ohne Belehrung. Zeugnis meines Lebens in diesem Augenblick. Zeugnis zum Beispiel über die schier unerträgliche Spanne der Emotionen. Die Erfahrung eines Herzens, das sich verkrampft, das sich versteckt und das immer wieder ganz offen ist. Eine andere Qualität von Stille als Essenz der Liebe, die einzig all das zu fassen vermag. Das ist was, was wir immer wieder erfahren können. Eine Qualität von Stille, die mehr fasst, als ich fassen kann. Das ist auch das, was wir immer wieder verlieren. Und das gehört auch dazu. Und so lernen wir durch diese eigentlich unspektakuläre Art des Sitzens und Lauschens und Seins, dass wir aufhören können, uns gegen das Leben zu wehren, weil wir selber Leben sind. Und Leben ist nicht perfekt. Und Leben entspricht nicht irgendwelchen Vorstellungen, sondern Leben ist immer nur das, was gerade ist. Und es kann verdammt hart sein und es kann sich wirklich mies anfühlen. Aber es gehört auch dazu. Weil wenn wir Ziele haben oder Vorstellungen haben, dann sind es doch nur Konzepte. Und es gibt nichts Perfektes. Das ist auch nur eine Vorstellung. Es gibt nur das, was ist. Und
manchmal gelingt es uns zu sagen, ja, das reibt sich gerade und dieses Reiben ist Leben und ja. Und manchmal sind wir verzweifelt und manchmal sind wir glücklich. Und das alles gehört auch dazu. Und das ist das, was ich glaube, was es heißt, erleuchtet zu sein. Einfach weitergehen zu können und ja sagen zu können, auch wenn es gerade scheiße ist. Wirklich immer wieder in Frieden kommen mit diesem ganzen Getriebe, mit diesem gehetzten sich reiben, sich öffnen, sich schließen. Wie die Natur, die Blumen machen sich gerade zu, weil es draußen krallt und nass ist. Und wenn die Sonne kommt, dann gehen sie wieder auf. Ja, so ist es. Und so liegt auch Sinn und Gnade im Scheitern und in der Verzweiflung und im Nicht-Erreichen. Und das ist so wichtig, weil wir denken immer, dass wir was erreichen müssen und dann sind wir wieder woanders in den Zielen und nicht in diesem Prozess, der gerade einfach die Resonanz verloren hat. Wir finden sie schon wieder finden, das haben wir auch gelernt. Es gibt einen ganz schönen Refrain vom Leonard Cohen, Anthem heißt dieses Lied, was heißt das auf Deutsch, das Hymnus oder sowas, nicht Hymne. Ja, eine Hymne. Und da, dieser Refrain, der sagt eigentlich genau das und ich finde, es bringt es wunderbar auf den Punkt. Ich lese es zunächst auf Englisch vor. Ring the bells that still can ring. Forget the perfect offering. There's a crack in everything. That's how the light gets in. Läute die Glocken, die du kannst. Deine Fähigkeiten, die du in diesem Moment zur Verfügung hast, nicht Goethe, nicht Einstein, nicht Mutter Teresa, das du, jetzt gerade, das tu. Und vergiss dieses perfekte Angebot, es gibt nichts Perfektes. Denn es ist ein Riss in allen Dingen. Und vergiss nicht, da kommt das Licht rein durch diesen Riss. Ja, lass uns einfach lebendig rissig sein. Und da kommt das Licht rein. Und das können wir manchmal erkennen und manchmal nicht. Und auch das gehört einfach dazu. Es geht nicht darum, irgendwie was Tolles zu erreichen, großartig zu sein, glückselig zu sein oder sonst irgendwas. Es geht darum, einfach nur zutiefst auf dieser Erde zu gehen und zu leben und immer wieder zu erkennen, dass es das ist. Nicht mehr und nicht weniger. Und vielleicht können wir das üben. Es ist nicht so trivial und nicht so einfach und es braucht Zeit und man verzweifelt immer wieder dran und man hat immer wieder das Gefühl, es bringt nichts. Und that's how the light gets in.